ein zu unseren Gunsten. Herrlich. Stark, dass ihr alle da seid. Die volle Kraft sind wir benannt. Und so werden wir jetzt für den Frieden und für diverse anderen Themen, wo dazugehören, unseren Weg gehen durch die Altstadt, wie wir es die letzten paar Mal gemacht haben, und uns dann da wieder gemeinsam zusammentreffen. Fein, jetzt legen wir gleich los, aber der Elvis möchte auch noch was sagen. Dankeschön. Hallo Salzburg! Hallo korruptes und verdratteltes Österreich! Der Valentinus hat eine kleine Unwahrheit verbreitet. Ich möchte nichts sagen, aber nachdem ich die letzten Wochen ein bisschen durch Abwesenheit glänzen musste, weil ich viel zu tun hatte und weil es mich auch persönlich immer sehr viel Kraft kostet, zu sehen, dass wir in diesen harten Zeiten mit nur dieser kleinen Handvoll aufrechter Bürger, die gegen das Unrecht aufstehen, mache ich das heute einmal wieder, dass ich da bin und dass ich ein bisschen was sage. Hier hat man nämlich den Medien entnommen, dass unser Kanzler, also ihr wisst schon, der Innenminister mit dem Terroranschlag, der mit der Flex die Polizei instrumentalisiert hat und sie auf die eigenen Bürger geschickt hat, während Grenzen offen waren und wie gesagt bei uns islamistischer Terror in Wien stattgefunden hat mit Toten, der ist ja jetzt inzwischen ungewählt Kanzler und der hat vor kurzem eine Rede zur Lage der Nation, wie er dieses verbenedeite Land im Jahr heute bis 2030 sieht, gehalten. Und ich will natürlich nicht geringer als unser Kanzler sein. Gut, ich habe keinen Alkohol und keine Psychopharmaka und ich habe auch keine Frau, die mir diktiert, was ich machen soll. Sei es wie es sei, die Tatsache ist, der Kanzler hat gesprochen. Und das werde ich jetzt auch tun. Und alle, die sie fürchten, ich rede nicht über das Putenfleisch. Ich rede nicht über Putenfleisch und auch nicht über Putenfleisch. Aber unser Kanzler hat da festgestellt, wie die Vision ausschaut für Österreich 2030. Und ganz ehrlich, ich fand es ganz spannend, dass ein Mann, der nach Kärnten fahren musste, um einen Zugewinn von 1, irgendwas Prozent seiner eigenen Partei irgendwo in der tiefen südlichen Region Österreichs zu feiern, als wäre er jetzt, weiß ich nicht, Superstar geworden. Das finde ich schon spannend, wenn der sich den Kopf zerbricht, was Österreich im Jahr 2030, beziehungsweise was er im Jahr 2030 macht. Ich glaube, Karl Nehammer ist im Jahr 2030 nur noch eine negative Fußnote irgendwo in der Geschichte. Aber egal, das ist natürlich nur meine Meinung und ich bin bekanntlich ein Schwurbler. Als Schwurbler habe ich übrigens auch mit sehr, sehr, sehr traurigen Empfindungen feststellen müssen. Kürzlich jährte sich zum dritten Mal, um das Datum zu nennen, mit dem 16. März, der erste Lockdown und damit der Wahnsinn, der einst über dieses Land gebracht wurde, den wir ab diesem Zeitpunkt genießen als die neue Normalität. Und leider Gottes hat in ganz Österreich weder die Bevölkerung noch die Systemmedien, also ich rede da von denen, die jetzt dann mit einer Haushaltsabgabe zwangsfinanziert werden. Ihr wisst schon, das ist so wie wenn ihr Hundesteuer zahlt, obwohl ihr keinen Hund habt. Ihr könnt ja einen von dem anderen anschauen. Ja, das ist jetzt schon, die Bevölkerung steht auf, also die hier, ne, der Rest schläft weiter. Und wir hatten eben diesen 16. März, wir hatten damit den ersten Lockdown. Wir haben seitdem vermeintlich dazugelernt, also selbst der Lauterbach-Kali in Deutschland, also der andere komische Karl, hat festgestellt, es war vielleicht doch nicht ganz so, wie er gemeint hat. Von Professor Pfosten, Drosten hört man auch schon lange nichts mehr. In den deutschen Systemmedien tropft es täglich raus, dass wir vielleicht ein paar Fehler gemacht haben, dass das mit der Game-Changer-Geschichte nicht so gut war, dass es doch Impfschäden gibt, dass es eventuell doch traumatisierte Kinder gibt. Aber wie gesagt, bei uns redet man über das Putenfleisch. Ja, sei es wie es sei, keiner hat diesem 16. März gedacht. Ich möchte das hier und heute nachholen. Mit diesem 16. März hat, wie gesagt, die neue Normalität begonnen. Und ja, die hält jetzt weiterhin an.
Es kommt jetzt, wie gesagt, nicht nur die Zwangsmaßnahme für den Zwangspropagandasender, der uns die letzten 3 Jahre so unglaublich gut informiert hat. Es kommt jetzt auch die nächste Teuerungswelle. Schließlich haben wir mit dem vorgestrigen Tag, Entschuldigung, Fake News, 13 erfolglose Monate der Sanktionen. Ich denke, wenn wir so weitermachen, bringen wir das schon noch auf 20 oder mehr. Das ist auch recht gut. Schließlich muss ja Putin irgendwann mal ganz nach den Worten Baerbocks eine 360-Grad-Wendung machen. Und auf diesen Tag werden wir natürlich warten, genauso wie wir darauf warten, dass es bei uns wieder gut wird. Das heißt, bis die anderen Menschen in dieser verbenedeiten Stadt auch aus ihrem komatösen Winterschlaf, jetzt wo wir den März haben, langsam aufwachen und auf die Straße gehen. Einfach weil das vielleicht mit dieser ORF-Zwangsgebühr nicht rechtens ist. Einfach weil vielleicht eine Angelobung durch einen schweigenden Präsidenten, der da erklärt, wie das ist mit der Schönheit der Verfassung und dass es nie wieder Faschismus geben darf und so weiter und so weiter, ganz klar zeigt, welch ein Heuchler ist. Aber wir haben ihn wiedergewählt. Also ein Drittel der Bevölkerung hat ihn genau genommen wiedergewählt, zwecks der Stabilität, die er in diesem Land gebracht hat. Ich stehe hier im Schatten des Doms und freue mich, dass diese Stabilität so erfolgreich ist. Vor kurzem war in Wien Terroralarm in Kirchen. Also ich bin froh, dass wir da in Salzburg weit, weit weg vom Wiener Sonderweg sind und hier nicht von der Stabilität und der Sicherheit eines schweigenden Präsidenten geschützt werden wollen. Danke an dieser Stelle an die Herren da hinten, die schützen. Nebenbei bemerkt, ja, es hat aufgehört zu regnen und es ist einfach unglaublich schön, dass wir jetzt einmal bei trockenem Wetter einen Spaziergang machen können, wo wir uns besinnen können, wie unglaublich toll die letzten 3 Jahre Sachen Maßnahmenpolitik waren und wo wir uns besinnen können, wie unglaublich effizient die Maßnahmen gegen Putin waren. Und dann können wir uns eventuell auch noch überlegen, ob wir ihn, wenn er das nächste Mal nach Salzburg kommt, nicht persönlich festnehmen, weil Den Haag hat ja jetzt quasi einen Haftbefehl, über den sich Biden freut. Kleine Info als Fußnote nebenbei. Biden als US-Präsident erkennt den Gerichtshof in Den Haag gar nicht an. Macht aber nichts. Das ist auch nur so ein Treppenwitz der Geschichte. Da kriegt ja schließlich der US-Präsident, der die meisten Kriege hat, den Friedensnobelpreis. Ja, so ist es halt. Ich hätte mal gesagt, gehen wir ein bisschen spazieren, das schafft Energie, ohne dass man der Salzburger Demos zahlen muss. Die ist nämlich eh teuer genug. Aber Wilfried der Weitsichtige, in dessen Reich wir uns hier befinden, hat ja festgestellt, er bereichert sich ja gar nicht. Es ist total schön. Überall auf den Wahlplakaten kann man lesen, was alles zu stoppen ist, was alles zu tun ist, wie toll es jetzt wird. Ich freue mich schon so, wenn diese Wahl bestritten ist. Die neue Normalität wird so toll sein, es werden Puten vom Himmel fallen und die, die sich die heute nicht leisten können, die haben dann halt weiterhin ein paar Mehlwürmchen im Essen. Ich würde sagen, macht das kleine Latinum, dann wisst ihr nämlich auch, was in eurem Essen drin ist. Man wird es euch nämlich nicht auf Deutsch sagen. Das ist so wie mit dem Umetikettieren von Masken oder jetzt von abgelaufenen Impfstoffen. Ich darf erinnern, Österreich hat immer noch einen gültigen Vertrag mit der Pharmaindustrie und der Gamechanger, der inzwischen abgelaufen und zum zweiten Mal umetikettiert wurde, der darf jetzt weiter gekauft werden für Steuergeld. Schließlich können wir uns das leicht leisten. Wir sind ja als EU-Nettozahler nicht mehr verpflichtet, beizutragen zu jenen 1,5 Milliarden, die Flinten-Uschi mal wieder für den Herrn Zelensky flüssig gemacht hat. Als Staat, weil bis zum Jahresende soll es ja 18 Milliarden werden. Also gehen wir ein bisschen spazieren. Das kostet keine Energie. Ich sage danke fürs Zuhören und ganz nebenbei bemerken, diesen Monat ist dann Wahl, vielleicht suchen wir alle ein bisschen die Eier und vielleicht machen wir da ein Kreuzer, wo wir es nicht immer gemacht haben, damit es besser wird. Danke! Vielleicht. Aber bei Gelbes Eines muss ich schon noch sagen, ja? Bitte. Ein Mensch, wo im Herzen ist, der zählt für mehr als wir Millionen Leute. Also wir sind da, weiß ich, wie viele Millionen Leute. Wow.
kein großer Fan der asiatischen Lebensart, weil es mir zu weit weg ist. Ich habe keine Berührung damit. Aber ich habe da ein Dalai Lama Zitat im Hinterkopf, obwohl ich auch kein Lama ist bin. Nichtsdestotrotz, der hat mal gesagt, egal wie klein und unbedeutend du bist oder dich fühlst, versuch mal in einem Raum zu schlafen, in dem eine Mücke ist. Und wir sind mehr als eine Mücke. Wir sind der Dorn im Fleisch und wir werden lange und nachhaltig wehtun, weil wir in der Tat nicht vergessen werden. Und wir werden uns auch nicht damit abfinden, dass man jetzt Zugeständnisse macht, wie das in Niederösterreich passiert ist, wo man sagt, ja, wir haben als Republik Milliarden ausgegeben, um Gratistests zu haben und Testweltmeister zu sein, um Off-Label-Kinder zu impfen. Und dann jetzt zu sagen, wir geben ganze 30 Millionen aus für etwaige Schäden. Das ist ein Witz. Ein Witz ist übrigens auch, weil ich es angesprochen habe mit den Wahlplakaten. Wenn wir jetzt einen netten Spaziergang durch die Stadt machen, schaut euch um, wie viele Systemparteien-Wahlplakate ihr seht. Und schaut mal, wie viele ihr von der MFG bzw. wir sind Salzburg finden werdet. Nein, es ist nicht, dass das kleine Parteien sind, die nicht das Budget haben. Im Europark darf zum Beispiel die Bewegung Wir sind Salzburg gar nicht werben, weil der dortige Geschäftsführer, Vorstand, wie auch immer, festgestellt hat, man unterstützt die bereits bestehenden Parteien, für die anderen ist das nicht vorgesehen. Ja, das ist Demokratie. Die, von der Van der Bellen immer so schön spricht, dass sie so schützenswert ist. So schaut es aus. Selbiges gilt für die MFG, hat bei mir in der Straße, wo ich arbeite, und da möchte ich kurz was in eigener Sache machen, heute Abend ab 20 Uhr ist eine kleine Feier in Watzmann und ich würde mich natürlich über jeden politisch Unkorrekten und jeden Schwurbler freuen, der da kommt und eventuell mit mir anstößt. Wir haben keine G-Regeln, gleich nebenbei bemerkt, aber wie gesagt, 20 Uhr Watzmann. Aber das ist nur so nebenbei. Bei mir in der Straße waren bis vor kurzem 3 Plakate der MFG. Die sind bereits wieder abmontiert worden. Also so viel zu einem fairen Wahlkampf. So, genug der Worte. Gehen wir mal ein bisschen spazieren. So, dann gehen wir los. Wir warten schon drauf. Fein, auf geht's.